Marius Ebert hier. Wir sind in einer Videoserie, in dem es um Kündigung geht. Und zwar im Moment und auch in diesem Video Kündigung besonderer Gruppen. Es gibt Gruppen, die haben noch einen stärkeren Kündigungsschutz als der normale Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz, wenn es für ihn gilt. Und in diesem Video betrachten wir die Kündigung von Betriebsratsmitgliedern. Kündigung von Betriebsratsmitgliedern. Und ehe wir nun im Detail betrachten, wie das geht, können wir in einem Aufwasch auch noch von Jugendvertretern und von Vertretern in einem Aufwasch mit aufnehmen, denn hier sind die Regelungen gleich. Betriebsratsmitglieder, Jugendvertreter, Auszubildendenvertreter haben einen besonderen Kündigungsschutz und sie wissen, die Kündigung zerfällt im Prinzip in die ordentliche Kündigung und die außerordentliche Kündigung. Außerordentliche Kündigung ist ein Spezialfall, der mit Unzumutbarkeit zu tun hat, ein Extremfall. Die ordentliche Kündigung ist der normale Weg. Ordentliche Kündigung heißt, es gibt eine Frist für die Trennung. Das ist das Ordentliche. Das ist das, was die Kündigung ordentlich macht. Und für die ordentliche Kündigung gilt für diese drei Gruppen, während der Amtszeit, nein, während der Amtszeit ist eine ordentliche Kündigung nicht möglich. Nach der Amtszeit ein Jahr Schutzfrist. Schutzfrist ein Jahr. Schutzfrist ein Jahr. Also auch nachdem jemand zum Beispiel nicht mehr Betriebsratsmitglied ist, hat er nach Beendigung seiner Amtszeit als Betriebsrat noch ein Jahr Schutzfrist. Danach allerdings wird er genauso behandelt und genauso angesehen wie ein anderer normaler Arbeitnehmer auch. Das heißt, er hat dann den Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz und dieser Schutz sagt, dass es nur drei Gründe geben darf, nämlich betriebsbedingt, personenbedingt, verhaltensbedingt. Das habe ich an anderer Stelle ausführlich erläutert. Und für die außerordentliche Kündigung, die außerordentliche Kündigung, ich sage es nochmal, ist ein Spezialfall. Hier muss also ein Betriebsratsmitglied, eine Jugendvertretung oder eine Auszubildendenvertretung etwas Extremes gemacht haben. Ja, das muss die Grundlage sein, außerordentlich kündigen zu wollen. Man nennt das auch fristlos. Ja, setzt also ein extremes Verhalten voraus, dass eine Fortsetzung dieser Beziehung unzumutbar macht. Ja, das muss was Extremes sein. So, und bei einer außerordentlichen, also Diebstahl zum Beispiel, ja, könnte ein Beispiel sein. Bei einer außerordentlichen Kündigung bedarf es der Zustimmung des Betriebsrats. Ja, richtig gehört. Wenn man einem Betriebsratsmitglied außerordentlich kündigen will, ordentlich ist nicht möglich, aber außerordentlich, setzt das einmal voraus, dass das einen handfesten Grund hat, dass die Kündigung fristgerecht ausgesprochen in Gänsefüßchen wird. Ja, Sie wissen, man muss es schriftlich machen.
Und dass dann die anderen Betriebsratsmitglieder dem zustimmen. Ja, Sie sehen, dass selbst im außerordentlichen Fall, gleiches gilt für Jugendvertretung, ne, muss der Betriebsrat zustimmen, Auszubildendenvertretung muss der Betriebsrat zustimmen. Dass das also selbst in diesem Extremfall der außerordentlichen Kündigung schwer möglich ist. Ja, schwer möglich ist. Die ordentliche Kündigung ist während der Amtszeit gar nicht möglich. Die außerordentliche Kündigung ist schwer, weil es die Zustimmung des Betriebsrats braucht. Warum ist das so, könnte der Prüfer jetzt fragen. Ja, Sie haben sehr schön herausgearbeitet, dass die Kündigung dieser drei Gruppen hier, Betriebsratmitglieder, Jugendvertreter, Auszubildendenvertreter, schwer ist, ordentlich gar nicht möglich und außerordentlich schwer, ne, weil die Zustimmung schwer zu kriegen ist. Warum ist denn das so? Nun, schließlich nehmen diese Gruppen Interessen wahr und diese Interessenwahrnehmung bringt sie fast automatisch in manchen Situationen in Konfrontation mit der Geschäftsführung. Der Betriebsrat ist schließlich die Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft. Die Jugendvertretung ist die Vertretung der Jugend. Und die Auszubildendenvertretung ist die Vertretung der Auszubildenden im Betrieb. Und wenn es hier zu Interessenkonflikten kommt, dann heißt es praktisch Betriebsrat gegen Geschäftsführung, Jugendvertretung gegen Geschäftsführung, Auszubildendenvertretung gegen Geschäftsführung. Und da ist der naheliegende Weg, ja, bis heute in der Politik gelebt und in Hunderttausenden von Jahren Menschheitsgeschichte oft angewendet, dass man denjenigen, statt sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, mundtot macht. Und wie kann man jemanden mundtot machen, indem man ihn einfach rausschmeißt? Und da sagt das Gesetz, ja, die gesetzliche Regelung finden Sie übrigens im Betriebsverfassungsgesetz, das sollten wir noch ergänzen, Rechtsgrundlage ist das Betriebsverfassungsgesetz. Finden Sie also diese Schutzregelungen. Und um es noch zu präzisieren, es steht im Betriebsverfassungsgesetz, die Rechtsgrundlage für das, was ich gerade erklärt habe, steht im Betriebsverfassungsgesetz und zwar speziell im Paragraph 103. Und wer es noch spezieller haben will, vor allem im 103 des Betriebsverfassungsgesetzes im Absatz 1, ich lese das mal ganz kurz vor, die außerordentliche Kündigung, ja, die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats, der Jugend und der Auszubildendenvertretung. Und dann steht hier noch der Bordvertretung und des Seebetriebsrats, des Wahlvorstandes sowie von Wahlbewerbern, also auch schon wer sich zur Wahl aufstellen lässt für diese Gremien. Die außerordentliche Kündigung dieser Leute bedarf der Zustimmung des Betriebsrats. Ja, ich habe jetzt mal hier Bordvertretung und Seebetriebsrat, das gilt für Schiffe, habe ich jetzt mal weggelassen. Aber auch diese Gruppen sind hier erwähnt und auch an diese Gruppen und diese Konstellationen hat der Gesetzgeber hier gedacht. Also bedarf der Zustimmung des Betriebsrats. Ja, das ist die Regelung für die außerordentliche Kündigung. Und wenn wir dann noch mal schauen, wie ist es mit der ordentlichen Kündigung? Für die ordentliche Kündigung gilt als Rechtsgrundlage, also machen wir es mal so, Betriebsverfassungsgesetz Paragraph 103 gilt für die außerordentliche Kündigung. Und für die ordentliche Kündigung gilt als Rechtsgrundlage das Kündigungsschutzgesetz.
Und zwar der Paragraph 15 hier speziell. Auch den lese ich mal kurz vor. Paragraph 15 Absatz 1. Ja, ziemlich langer Paragraph. 5 Absätze. Ja, aber das Wesentliche aus dem Absatz 1 lese ich kurz vor. Die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer Jugend- und auszubildenden Vertretung, einer Bordvertretung oder eines Seebetriebsrates ist unzulässig. Ja, damit ist gemeint die ordentliche Kündigung. Komma, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Und dass die nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderliche Zustimmung vorliegt und so weiter und so weiter. Also übersetzen wir die etwas schwierige Sprache des Gesetzes noch einmal ein bisschen. Ordentliche Kündigung dieser Gruppen ist ausgeschlossen. Und das, was das Gesetz hier sagt, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen, ist eben jene außerordentliche Kündigung und dafür brauchst du den Paragraph 103 Betriebsverfassungsgesetz, wie schon erklärt. Das ist also die Regelung für den Kündigungsschutz dieser besonderen Gruppen. Alles Gute, Marius Ebert.